geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, wenn es tagelang nur regnet. Auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch kommt. Das Jahr startet wie immer. Gute Vorsätze eben. Weniger saufen. Die Sternsinger gehen auf Reisen, diesmal bis nach Berlin zum Bundespräsidenten. Ich stelle mir dem so reich vor. Der Tannenbaum wird mehr oder weniger kreativ entsorgt. Die einen kommen, andere verlassen das Saarland. Und so verabschieden wir uns mit einem warmen Händedruck. Und wieder andere haben mächtig was zu feiern. Susanne Heinrich und ihr Team gewinnen den Hauptpreis des 40. Max-Ophüls-Festivals. Die Jury mochte es skurril. Im Kino Party. Und draußen auch Schnee. Endlich. Wir haben schon seit 3 Jahren Schlitten gekauft und man konnte bis jetzt noch nicht Schlitten fahren. Und jetzt war halt das erste Mal. Ein kurzes Vergnügen, so richtigen Winter gibt's immer seltener. Klimawandel. Dagegen gehen erstmals auch im Saarland Schüler auf die Straße. Deswegen bin ich hier, um für das Klima, für uns, unser aller Klima zu demonstrieren. Doch es tut sich ein Spannungsfeld auf. Umwelt- und Klimaschutz ist das eine. Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft ist das andere. Und die sind eben nicht weniger wichtig für die Zukunft der Menschen in unserem Land, meine Damen und Herren. Klimaschutz und Wirtschaft. Klimaschutz versus Arbeitsplätze. Das Thema soll das Jahr bestimmen. Derweil endet im Saarbrücker Landgericht der Prozess in einem aufsehenerregenden Fall. Der damals 59-jährige Viktor H. hatte auf einer Familienfeier Sohn und Schwiegersohn erschossen, seine Ex-Frau und die hochschwangere Tochter schwer verletzt. Das Urteil lebenslang. Kuschelkurs zwischen Deutschland und Frankreich. Mit Patrick Weiten spricht erstmals ein französischer Politiker im saarländischen Landtag. In einer Zeit, in der manche Grenzen dicht machen und Mauern ziehen wollen, mit einer teuflischen Logik des Rückzuges, können wir bekräftigen, dass es besser ist, Brücken zu bauen und ein besseres Verständnis für unseren Nachbarn zu fördern. Auf der großen Bühne wird der Aachener Vertrag unterzeichnet. Als Fortschreibung des Élysée-Vertrages soll er die Zusammenarbeit beider Länder ganz offiziell vertiefen und die Grenzregionen stärken. Doch der Vertrag bleibt in vielem vage. Und 5 Jahre nach Ausrufung der Frankreich-Strategie im Saarland muss auch festgestellt werden: Französisch ist schon schwierig, im Gegensatz zu Englisch. Der Weg zur Zweisprachigkeit ist steinig. Was ist los mit der Politik? Im Februar geben sich Amtierende und Ex-Politiker im Landgericht die Klinke in die Hand. Homburgs Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, Vorwurf unter anderem Untreue. Karl-Heinz Schöner, sein Vorgänger, auch er Untreue. Ex-Landtags- und LSVS-Präsident Klaus Meiser. Ein Vorwurf: Untreue. 3 Politiker, 3 gewählte Volksvertreter, die sich schlicht nicht an demokratische Spielregeln gehalten haben, die Gesetze gebrochen haben, die ihrer besonderen Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Und das teils mit einer Chuzpe, die ich erschreckend finde. Alle 3 haben agiert wie kleine Sonnenkönige. Während Schneidewind in der sogenannten Detektivaffäre eigenmächtig Hunderttausende Euro für die Überwachung kommunaler Mitarbeiter weitgehend ergebnislos verschleudert hatte, verschaffte sich Schöner im Amt persönliche Vorteile, indem etwa kommunale Mitarbeiter sein Grundstück flott machten. Und Klaus Meiser?
Die Liste der Vorwürfe ist lang. An der Spitze von Landtag und LSVS agierte er nach Gutdünken, rechnete etwa private Essen über den LSVS ab und verschaffte seiner Lebensgefährtin Jobs bei LSVS und Landtag. Drei Verfahren, drei Urteile. 15 Monate auf Bewährung, Job und Pension weg. Schneidewind befindet sich in Revision. 15 Monate auf Bewährung, Schöners Pension ist futsch. Ein Jahr und 10 Monate auf Bewährung und eine hohe Geldstrafe für Meiser. Aber bei Herrn Meiser hat sich vor Gericht strafmildernd ausgewirkt, dass Staatsanwaltschaft und Gericht davon ausgegangen sind, dass ihm auch die Pension gekürzt werden würde. Danach stellte sich heraus, Beamtengesetz und Abgeordnetengesetz sind nicht analog anwendbar. Es wird also zu keiner Pensionskürzung kommen, was natürlich die verhängten Strafzahlungen, die Herr Meiser leisten musste, dann wieder stark relativiert und er somit deutlich besser dasteht nach diesem Urteil als die beiden Kommunalpolitiker in Homburg. Lange Gesichter im Saarbrücker Stadtrat. Die Ratsmitglieder lassen die Verwaltung eiskalt abblitzen. Wir stellen fest, der Saarbrücker Steuerzahler soll innerhalb von wenigen Monaten von einer Beteiligung von 5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro hochgehen. Da müssen wir nachschauen. Der Umbau des Ludwigsparkstadions wird teurer. Ein Sonderkredit soll die Lösung bringen, verhindern, dass der Umbau gestoppt wird. Doch der Rat verwehrt die Zustimmung. Ich kann alle verstehen, die damit Probleme haben. Mir gefällt die Situation auch nicht. Aber man muss auch Verantwortung übernehmen. Die Rettung? Die Stadt kratzt Geld aus anderen Projekten zusammen. Der Rat stimmt dem neuen Finanzierungskonzept zu. Freude darüber? Dass es gute Hoffnung gibt, dass der erste FC Saarbrücken nächstes Jahr wieder in einem eigenen Stadion spielen kann. Doch genau dahinter steht jetzt, am Ende des Jahres, ein dickes Fragezeichen. Neben weiteren Kostensteigerungen führen Probleme am Bau zu Verzögerungen. Natürlich hoffen der Verein, hoffen die Fans, dass man umziehen kann. Es gibt eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Atmosphäre. Und man wäre damit auch wieder auf der Bühne der vorzeigbaren Fußballvereine in Deutschland. Der Ludwigspark ist inzwischen sein Problem. Doch dazu später mehr. Die Episode im Stadtrat, nur der Prolog im Ludwigspark-Drama 2019. Ich hab Bock! Dieses Drama zumindest ging gut aus. Steinbock Anton ist wieder da. Der 14 Jahre alte Bock, Wahrzeichen des Saarbrücker Wildparks, war Ende Januar aus seinem Gehege gestohlen worden. Er sollte zur Zucht ins Ausland verkauft werden. Hier auch ein großes Lob an die Saarbrücker Kriminalpolizei, die akribisch ermittelt hat mit unserer Hilfe. Anton erholt sich schnell. Der Bock hat Schwein gehabt. Miau. Es wird März und die guten Vorsätze, wir erinnern uns, weniger saufen, sind Schnee von gestern. Fastnacht im Land. Einfach mal locker lassen. Doch Vorsicht, das gilt nur für das gemeine Fußvolk. Die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Das fand nicht jeder lustig. Es folgte ein Shitstorm über AKK. Für sie Auftakt einer Reihe selbstverschuldeter Tiefschläge. In die Bütt geht die CDU-Vorsitzende vorerst nicht mehr. Vielleicht wäre ihr Auftritt besser abgesagt worden, so wie in Vaudrill das Rollen des Erbsenrades. Sturmtief Eberhard weht die Pläne vom Tisch und unsere Kamera um. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man ausgefallen ist. Das ist der Klimawandel. Im Saarland hinterlässt Eberhard anders als in anderen Teilen der Republik nur Sachschäden. Und in Vaudrill rollt das Erbsenrad dann doch noch. Eine Woche später als geplant. Aber dafür umso weiter. Rauch über Homburg. Kilometerweit ist er zu sehen. Großfeuer. 500 Tonnen Kunststoffgranulat brennen in einer Halle der Recyclingfirma Mobius. Über 250 Einsatzkräfte sind vor Ort, doch das Material ist kaum zu löschen. Zwei Wochen dauert es, bis alle Glutnester beseitigt sind. Die Halle stürzt teilweise ein. Brandursache: ein technischer Defekt. I need, dollar, dollar, dollar,
Tierprotest hat sich gelohnt. Fast 8% mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und später die Beamten. So viel gab's lange nicht. Also ab in den Süden. Mit dem Flieger ab Saarbrücken jedenfalls nicht. Der Flughafen ist gesperrt. 3 Wochen lang. Ein neues Notfallbremssystem wird am Ende der Landebahn installiert. EMAS heißt es. In Deutschland wird der Flughafen Saarbrücken der erste sein, der dieses modellhaft sozusagen einführen wird. Also warten bis April. Bietet sich eh an. Es sind Osterferien. Die Landebahn ist sicher. Im Gegensatz vielleicht. Wir sind die Kuchen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Zu den saarländischen Straßen. Beim Abbiegen zieht das System einfach weiter. Ich scheiß auf Tempo, nehme sich, drück auf die Tube. Die saarländischen Bürgermeister dagegen fahren mit dem Zug nach Berlin. Sie wollen Geld. Wir wollen auch etwas haben von diesen Geldern. Wir brauchen die dringend für unsere Strukturen. Im Januar hatte eine Kommission in Berlin den Braunkohleausstieg beschlossen. 40 Milliarden Euro sollen als Kompensation an die betroffenen Länder fließen. Das Saarland als Ex-Steinkohleland geht so gut wie leer aus. Wenn es darum geht, die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken finanziell zu kompensieren, dann werden auch Standorte im Saarland in Betracht gezogen. Später wird beschlossen, Steinkohleländer bekommen in Summe rund 1 Milliarde. Aber wie viel davon das Saarland für welche Projekte bekommt, bis heute unklar. Das Ergebnis der Bürgermeisteraktion, nicht der große Wurf. Alarm ganz anderer Art bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr. Deren Chef Josef Schuhn war Monate zuvor versetzt worden. Das Verhältnis zwischen ihm und Teilen der Mannschaft galt als zerrüttet. Doch nun urteilt das Verwaltungsgericht, Schuhn darf auf seinen Posten zurück. Der Konflikt eskaliert. Von 31 Personen, die heute auf der Wache sein sollten, sind nur noch 4 vorhanden. Einerseits aus Krankmeldung, anderen Gründen, das heißt 27 fehlen. Am Ende sind fast 100 Feuerwehrleute krankgeschrieben. Ein Amtsarzt bestätigt die Krankmeldungen. Die Wache verweist. Die freiwilligen Feuerwehren springen ein. Eine Herausforderung. Momentan sind wir im Schichtbetrieb mit unseren freiwilligen Kameraden in 12-Stunden-Wechsel. Die nächsten kommen heute Abend. Und das wird jeden Tag aufs Neue dann überprüft werden müssen, wie weit wir gehen können. Ist von mehreren Komponenten abhängig, von den Arbeitgebern. Wir müssen ja dafür frei bekommen. Um Zeit zu gewinnen, tritt Schuhn ein 6-monatiges Praktikum in Dortmund an. Als er im November zurückkommt, hat die Stadt einen neuen Oberbürgermeister. Die Feuerwehr wird zur Chefsache. Ein Neustart. Wir wissen, was in der Vergangenheit war, aber wir schauen in die Zukunft. Es gibt einen gemeinsamen Weg, der erfolgreich gegangen werden soll. Und die Beteiligten haben sich darauf verständigt, sich dafür auch ein paar Regeln zu geben, wie man miteinander umgehen soll. Ob das funktioniert? Der Startschuss ist gerade erst gefallen. Mai, Wonnemonat. Es wachsen Wahlzettel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wahlzettel. Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl. Fangen wir mit Europa an. Damals noch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte im Landtag bereits Werbung für Europa gemacht und Alarmierendes gesagt. Es wird in unserem Bildungssystem ungenügend Wert auf die Kenntnisvermehrung, die anderen betreffend, gelegt. Wir lieben uns nicht genug in Europa, weil wir nicht genug übereinander wissen. Zeit, sich vorzubereiten. Also die Europakarte. Klar, oder? Also ich verstehe im Moment nicht so ganz den Sinn des Ganzen. Ich glaube, wir müssen Europa auch grenzüberschreitend denken und dürfen uns heute nicht darauf festlegen, wie Europa in Zukunft aussieht. Europa ist vor allem eine Wertegemeinschaft. Das ist wunderbar, ja. Meinen Sie den Umriss der Europäischen Union, des Euroraums oder Europas im Hinblick auf den Kontinent? War es schwierig? Ja. Am Ende hat das Saarland keinen Abgeordneten mehr im Europaparlament. CDU und SPD verlieren insgesamt dramatisch. Große Gewinner, die Grünen. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles tritt in der Folge zurück. Machen Sie es gut. Damit beginnt in der SPD die Suche nach einer neuen Führung, die sich bis zum Jahresende ziehen soll.
Bei der CDU gerät der Umgang von Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem parteikritischen YouTuber Rezo zum Debakel. Und AKKs Heimatgemeinde Püttlingen wird erstmals seit 45 Jahren rot. Die neue Bürgermeisterin Denise Klein, SPD. In 34 Gemeinden standen Bürgermeisterwahlen an. 7-mal wurden Amtsinhaber abgewählt. Besonders spektakulär Saarbrücken. Jetzt stehen wir hier und stehen als Sieger da. Auf einen Sieg des CDU-Manns Uwe Konrad gegen Charlotte Britz hat wohl niemand gewettet. Auf politische Stammwähler dürfen die Parteien nicht mehr setzen. Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Die Neunkircher Paviane sind einfach zu viele geworden. Sie haben keine Wahl. Nach Kritik von Tierschützern werden 30 von ihnen verkauft. Nach China. Das gefällt manchem Tierschützer auch nicht. Und den Affen? Affen feiern auch, wenn sie traurig sind. In der Wellesweiler Straße in Neunkirchen spielt sich im Mai eine Tragödie ab. Ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen. 13 Menschen werden gerettet. Doch die Familie, die im Dachgeschoss lebt, wird vermisst. Die Rettungskräfte gelangen nicht in die Wohnung. Durch die enorme Brandausbreitung und Intensität des Feuers ist zum einen das Treppenhaus im Gebäude weggebrannt, nicht mehr begehbar. Außerdem sind verschiedene Decken teilweise eingestürzt. Das bedeutet, dass aus Sicherheitsgründen selbst wir Feuerwehrleute das Gebäude nicht mehr betreten können. Stück für Stück arbeitet sich die Feuerwehr übers Dach vor. Schließlich die traurige Gewissheit. Die dreiköpfige Familie ist tot. Über mehrere Tage werden die Leichen geborgen. Eine defekte Waschmaschine hatte das Feuer ausgelöst. Rufe nach einem Wohnungsaufsichtsgesetz werden laut, um etwa die Rauchmelderpflicht zu kontrollieren. Entsprechende Vorlagen scheiterten bislang im Landtag. Es ist vollbracht. Anfang Juni steht in Winterbach ein neuer Weltrekord in Dauerfußballspielen. 168 Stunden Dauerfußball, das Tag und Nacht, das sind 112 Spiele. Die gingen in die Knochen. Doch die Mannschaften aus Winterbach und Walhalben hielten durch. Wenn auch zeitweise eher in gemäßigtem Tempo. Für einen guten Zweck. Endstand 1802 zu 1802. Und wisst ihr was? Verlängerung haben sie einfach abgelehnt. Na gut. Die Benediktinerabtei in Tholey wird grundsaniert. Das älteste Kloster Deutschlands. Ein Millionenprojekt. Doch es gibt Ärger. Das verwitterte Nordportal aus dem 13. Jahrhundert wird abmontiert. Nicht mehr anbetungswürdig, sagen die Mönche. Schützenswert, die Denkmalpfleger. Es ist nicht unsere Sache, darüber zu befinden, wann ein Denkmal zu Ende geht, wann es stirbt. Wir müssen es erhalten, solange es da ist. Und nur das Originaldenkmal an der Originalposition ist auch anbetungswürdig. Wer recht hat, ob das alte Portal noch einmal angebracht wird, bis heute ist das nicht entschieden. Doch bei der Sanierung gibt es auch Erfolgsmeldungen. Für die Fenster stellt Deutschlands derzeit bedeutendster Künstler Gerhard Richter Entwürfe zur Verfügung. Ein Coup. Man muss ja wissen, dass Gerhard Richter bisher nur ein Kirchenfenster entworfen hat und das ausgerechnet für den Kölner Dom, sodass also Tholey sich jetzt natürlich schon irgendwie hofft, dass es quasi in einer Reihe mit dem Kölner Dom steht. Und das wird sich zeigen, ob das wirklich dann ausreicht, dass die Menschen hierher strömen. Bei einer ganz anderen kulturellen Perle verabschiedet sich der Chef. Der langjährige Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Grevenich, geht in den Ruhestand, in aller Bescheidenheit. Wir haben eine neue Industriekultur entworfen. Eigentlich reicht das für drei Leben. Land und Grevenich konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Um einen Nachfolger hatte sich das Kultusministerium aber lange auch nicht gekümmert. Die Folge: Das Weltkulturerbe ist führungslos. Grevenich hat polarisiert, war an Besucherzahlen gemessen, aber erfolgreich. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger muss manches anders machen. Was er nicht getan hat, er hat nicht kooperiert mit anderen Menschen in der Region. Er hat sich nicht um den Bergbau gekümmert. Er hat sich nur um das Weltkulturerbe gekümmert. Und die Erwartungen an einen Nachfolger sind sicher sehr viel höher. Also es wird erwartet, dass ein Nachfolger sich besser vernetzt, dass er kooperiert und dass sich
die gesamte Industriekultur noch mal neu aufstellt. Viel Arbeit, die personelle Hängepartie, für die Kultur im Land eine Bremse. Derweil wird in Homburg der Skandal des Jahres öffentlich. Die Leitung der Uniklinik räumt ein, dass ein inzwischen verstorbener Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie möglicherweise Kinder sexuell missbraucht hat. Die Scheinbehandlungen sollen zwischen 2010 und 2014 stattgefunden haben. Obwohl die Klinikleitung frühzeitig Hinweise hatte und 2014 die Staatsanwaltschaft eingeschaltet war, informierte niemand die Eltern der Betroffenen. Es hat sich keine Tathandlung so weit konkretisieren lassen, dass man das hätte so fassen können, dass man diesen Begriff als erfüllt hätte ansehen können. Deswegen haben wir uns eben entschlossen, diese Personen nicht zu informieren. Viele Eltern überzeugt das nicht. Sie sind immer noch fassungslos. Das ist eigentlich das Schlimmste für alle Betroffenen, Jahre später mit einem Sachverhalt konfrontiert zu werden, der allen anderen schon lange bekannt war. Man fühlt sich völlig überrumpelt, eigentlich entmündigt. Der Skandal weitet sich aus. Es melden sich neue mögliche Opfer. Und ein neuer Verdacht steht im Raum. Auch an der HNO-Klinik könnte es Fälle von Missbrauch gegeben haben. Wer wusste wann was? Warum wurde geschwiegen? Wurde vertuscht? Diesen Fragen gehen inzwischen ein Sonderermittler und ein Untersuchungsausschuss im Landtag nach. Mit der ersten großen Hitze startet das Saarland in die Ferien. Die Schüler traditionell mit ihren Stars in St. Wendel beim SR Ferien Open Air. Und dann ab in den Urlaub mit einer für viele freudigen Nachricht im Gepäck. Im Juli wird die geplante Pkw-Maut höchstrichterlich abgesagt. Finde ich gut, wir bezahlen genug. Ich bin froh, dass es vom Tisch ist. Weil es uns in der Grenzregion mit Sicherheit Nachteile gebracht hätte. Die Nachbarn aus Lothringen und Luxemburg können also auch künftig ungestört im Saarland weiter shoppen. Und wenn man dann in zügelloser Shopping-Vorfreude das Gaspedal zu fest gedrückt hat, auch nicht schlimm. Denn im Juli urteilt der saarländische Verfassungsgerichtshof, wer von bestimmten Radarfallen geblitzt wird, muss nicht zahlen. Nämlich dann, wenn die Rohmessdaten nicht gespeichert wurden. Sie können sagen, ich bin nicht zu schnell gefahren, ich bestreite den Vorwurf, gebt mir die Rohmessdaten. Und wenn dann die Bußgeldbehörde sagt, haben wir nicht, dann ist die Messung nach unserer Entscheidung nicht verwertbar. Die Blitzersäulen müssen nachgerüstet werden. Die Stadt Saarlouis verzichtet infolge des Urteils ganz auf stationäre Säulen. Wer zu Hause bleibt, schwitzt. Bei Temperaturen teils über 40 Grad ist es eigentlich nur im Freibad auszuhalten. Schon sehr extrem mit 40 Grad. Es könnte schon zum Problem werden. Und es wird zum Problem. Die Natur trocknet aus. Brandstifter haben leichtes Spiel. Bei Orscholz brennen 4 Hektar Wald ab. Schlimmer noch, Schädlinge breiten sich aus. Der Eichenprozessionsspinner etwa oder der Borkenkäfer. Er befällt großflächig Fichten. Ein wirtschaftliches Problem. Doch auch Buchen leiden unter Hitze und Trockenheit. Wertvolle alte Bäume sterben ab. Das ist besonders tragisch, weil diese Bäume in diesem Organismus Wald eine sehr wichtige Rolle spielen. Es sind zum einen die Mütter des Waldes und sorgen für Nachwuchs. Es sind zum anderen aber auch Lebensräume für ganz viele Tiere, die nur in diesen alten Bäumen leben können. Das Land beschließt, aufzuforsten. Und die Landwirte wollen langfristig auf robustere Züchtungen umsteigen. Der Klimawandel ist da und er verändert das Saarland. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen. In Berlin ändert sich derweil der Aufgabenbereich einer Saarländerin. Annegret Kramp-Karrenbauer geht ins Bundeskabinett. Als Verteidigungsministerin will sie offenbar ihre miserablen Umfragewerte polieren. Doch obwohl das Saarland nun ganze 3 Bundesminister stellt, erleben die Saarländer insgesamt aus Berlin eine Enttäuschung. Die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse legt ihren Abschlussbericht vor. Daran war die Hoffnung auf konkrete finanzielle Hilfen für die hochverschuldeten Kommunen geknüpft. Doch daraus wird nichts. Obwohl die Landespolitik nicht müde wird, Geld aus Berlin zu fordern.
Das wird nicht gehen, wenn der Bund nicht zu seiner Verantwortung steht. Der Bund ist auch verpflichtet, unseren Städten und Gemeinden zu helfen. Wir werden nicht locker lassen, beim Bund weitere Hilfen einzufordern. Teile der CDU-Bundestagsfraktion und auch der Länder sind gegen Altschuldenhilfen. Und auch die frühere saarländische Ministerpräsidentin bekennt sich nicht dazu. Dass der Bund den stark verschuldeten Kommunen im großen Stil hilft, es sieht nicht danach aus. Auf das Land kommen in der zweiten Jahreshälfte noch ganz andere Probleme zu. Bei den Saarbrücker Gusswerken geht ein schier endloses Drama in den nächsten Akt. Mehrere Eigentümerwechsel liegen schon hinter den Beschäftigten. Jetzt sollen 200 von ihnen freiwillig gehen. Abfindungen werden vereinbart. Doch das Unternehmen meldet Insolvenz an. Die Jobs sind weg. Das Geld auch. Die Abfindung, das sind bei mir 250.000 Euro brutto. 250.000 Euro, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld gehabt. Und dafür bin ich schaffen gegangen, 19 Jahre und grinst jetzt. Und kriegst gesagt, hast Pech gehabt, wir müssen eine Insolvenz. Das ist schreien die Ungerechtigkeit. Also das ist ein wirklich widerliches Beispiel von Missmanagement, von fast provokantem falschem Unternehmensverhalten, von vielleicht auch Unfähigkeit zum Teil. Aber diese Menschen, die dort gearbeitet haben, die viele Opfer gebracht haben, die auch mit der Landesregierung zusammen immer wieder neue Konzepte aufgestellt haben, auch mit der Gewerkschaft zusammen, sind wirklich betrogen worden. Und das ist ein Beispiel, das in dieser Dimension wirklich nur ganz selten vorkommt, hoffentlich nur ganz selten vorkommt. Man kann wirklich nur Mitleid mit den Kollegen haben. Und das wird sicher als einer der schlimmsten Fälle von Missmanagement in die saarländische Wirtschaftsgeschichte eingehen. Die 200 Entlassungen sind nicht das Ende des Dramas. Im Herbst zieht sich überraschend ein Großkunde zurück. Es kommt knüppelhart. 600 der 1000 Hallberger verlieren ihre Jobs. Jetzt ist wie eine Münze schmeißen. Einer ist dabei, der einer geht, der andere bleibt. Inzwischen ist klar, allen Mitarbeitern wird gekündigt. Noch läuft der Betrieb, doch langfristige Aufträge fehlen. Ändert sich das nicht, ist der lange Kampf der Hallberger endgültig verloren. August. Rückblickend erscheint dieser Monat wie die Ruhe vor dem Sturm. Sommerpause. Sommersause. In Püttlingen. Rocco del Schlacco. Jubiläumsausgabe. Stars. Und Sternchen. In Landsweiler Reden. Da trifft sich der Endzeitler mit den Zombies und das Star Wars Imperium mit Raumschiff Enterprise. Die FARC, Fantasy-Event für einen guten Zweck. Ein Riesenerfolg. Der Saarländer übt sich im Laissez-faire. Shoppen am Feiertag in Homburg, schwenken Tag und Nacht. Gott denkt, der Saarländer schwenkt. Von Nord nach Süd, von West nach Ost, überall. Geiles Feeling. Überall? Stopp! Dieses Spiel spiele ich einfach so nicht mehr mit. Die Spieler sind die Koalitionäre von CDU und SPD. Und das Fair Play macht in der Diskussion um mehr Lehrerstellen Pause. Mehr Lehrer fordert damals noch Bildungsminister Commerson. Dann sollen doch bitte allein die SPD-Ressorts die Mehrkosten übernehmen, schlägt der Finanzminister vor. Der Vorschlag ist völlig gaga, so will ich es mal bezeichnen. Das weiß der Finanzminister selbst auch. Vielleicht deshalb wird er auch nicht umgesetzt. Am Ende einigen sich die Streithähne auf mehr Lehrer und mehr Polizisten. Seiner Drohung: Dieses Spiel spiele ich einfach so nicht mehr mit. Soll Ulrich Commerson kurze Zeit später trotzdem Taten folgen lassen. Er verabschiedet sich aus dem Kabinett und geht an die Spitze der SPD-Fraktion. Nachfolgerin wird die bisherige Staatssekretärin Christine Streichert-Clivaux. Hi, hi, Hussasa, der Herbst ist da. Doch hi, hi, Hussasa wird dieser September nicht. Streik, Streit, Skandal, Entlassung. Es soll der schwärzeste Monat des Jahres werden. Das Saarland hat den nächsten Medizinskandal. Ein 27-jähriger Krankenpfleger soll an der Völklinger SHG-Klinik 2015 und 2016 5 Menschen getötet und dies bei 2 weiteren versucht haben. Die Vorwürfe erinnern an den Massenmörder Nils Högel, der ebenfalls als Pfleger tötete. Wir haben die Situation,
durch den Wettbewerb, dass die Krankenhäuser alle Angst haben, in einen schlechten Ruf zu kommen. Und deswegen neigen sie alle dazu, es möglichst unter den Teppich zu kehren. Dazu kommt der Fall eines Pathologen, der möglicherweise über Jahre falsche Krebsdiagnosen gestellt hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Kliniken werden informiert. Es soll bereits unnötige Operationen gegeben haben, weitere sollen verhindert werden. Dem Mann wird die Zulassung entzogen, doch die Verunsicherung bei vielen Patienten bleibt. Die Stadt Saarbrücken erlebt eine der größten Demonstrationen ihrer Geschichte. Mehr als 10.000 Menschen legen sich für mehr Klimaschutz auf die Straße. Ich bin auch sehr beeindruckt von dieser Menge, was da los ist. Das ist wirklich unglaublich. Unglaubliche Energie, positive für Änderungen. Am selben Tag legt die Koalition ihr lange verhandeltes Klimapaket vor. Umweltschützer sind schockiert. Die Maßnahmen reichen nicht ansatzweise, sagen sie. Anderen geht die staatliche Lenkung zu weit. Da ist es wieder. Das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Arbeitsplätzen. Am 28. September verkündet die Geschäftsführung der Stahlholding Saar: Wir planen deswegen, in Höhe von 250 Millionen Euro Kosten jährlich einzusparen. Im Klartext: 2.500 Jobs fallen weg oder werden ausgelagert. Die Beschäftigten kämpfen. Doch Billigimporte, Zölle und Umweltauflagen machen der Stahlbranche zu schaffen. Der milliardenteure Umbau zur CO2-neutralen Produktion, unklar, wie er finanziert werden soll. Aber auch andere Großunternehmen reden über Personalabbau. ZF, Bosch, Ford. Tausende Jobs könnten wegfallen. Das Industrieland Saarland in der Krise. Wirtschaft ist nun mal zu einem guten Teil auch Psychologie. Und wenn es bei so vielen wichtigen Unternehmen so stark kriselt oder sogar wirkliche, echte Probleme gibt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Befindlichkeit im ganzen Land. Und das lässt auch andere Unternehmen vorsichtiger werden und die Stimmung und den Optimismus auch bei den Kunden natürlich zurückgehen. Und dann auch noch das. Die Busfahrer streiken. 3 Wochen lang. Die Solidarität der Kunden wird auf eine harte Probe gestellt. Jetzt könnte sie mal zusammenkommen und eine Lösung finden. Das ist zu lange. Die Monatskarte, wo ich mir gekauft habe, das Geld bekomme ich nicht zurückerstattet. Die Verhandlungen sind zäh. Doch das Ergebnis kann sich für die Busfahrer sehen lassen. 18% mehr Geld in 3 Jahren. Das war unser großes Ziel. Das haben wir erreicht. Und damit haben wir auch noch mal Chancen, besseres und mehr Personal zu bekommen. Wir sind zufrieden und ja, fahren mal raus. Doch noch eine andere Gruppe verweigert die Arbeit. Am übernächsten Wochenende wird es keinen Amateurfußball im Saarland geben. Der Saarländische Verbandsschiedsrichterausschuss hat beschlossen, die Einsätze aller Schiedsrichter abzusagen. Zuvor war ein Schiedsrichter bei einem C-Jugendspiel in Brotdorf angegriffen und schwer verletzt worden. Der Streik bringt Aufmerksamkeit, aber auch Wirkung. Vielmehr muss man beim Saarländischen Fußballverband ganz klar auch den Vereinen sagen, ihr seid verantwortlich für die Sicherheit auf euren Plätzen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn Spieler, wenn Fans, wenn Trainer sich daneben benehmen, muss ein Verein reagieren, bis hin zum Ausschluss aus dem Verein, bis hin zum Ausschluss aus dem Spielbetrieb. Die Feierlaune im Keller. Und so wird die Party im E-Werk zum Amtsantritt von Oberbürgermeister Uwe Konrad abgesagt. Zu teuer. Das Verhältnis zum Partyorganisator und Stellvertreter versaut. Nichts für ungut, lag wohl am Monat. Ach, September. Geh weg, du bist mir zu gefährlich. Geh weg, du machst mich ganz nervös. Es wird frisch, Oktober. Zum Schwimmen muss man sich schon etwas überziehen. Man kann es auch übertreiben. Aber dieser hier übt auch. Matthias Maurer wird der erste Saarländer im Weltall. Wenn das nicht endlich wieder ein Grund zum Feiern ist. Und gleich noch einer. Für die Heeresinstandsetzungslogistik in St. Wendel. Die Privatisierung wird nicht weiter verfolgt. Dazu wird das Werk, aufgerüstet. Also, es kommen mehr Leute und mehr Geld. Dafür hat der Betriebsrat auch ausdauernd gekämpft. So wie der erste FC Saarbrücken für sein Jahreshighlight. Sieg im DFB-Pokal gegen den Erstligisten 1. FC Köln. Oder Jan Frodeno und Anne Haug.
Beide gewinnen den Ironman auf Hawaii, den härtesten Triathlon der Welt. Mit der Ausdauer ist es so eine Sache. Wer zu beherzt startet, bricht schnell zusammen. Beherzt feierte die Junge Union beim Deutschlandtag zum Beispiel Friedrich Merz, Kanzlerkandidat junger schwarzer Herzen. Ich hätte auch Fehler gemacht. Andere vielleicht. Vielleicht sogar noch schwerere. Ich hätte Fehler gemacht, wie jeder andere in diesem Amt auch. Aber das ist kein Grund, doch. Beim folgenden Parteitag beantragt die JU eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur. Ihr Held soll schließlich Chancen haben, aber abgelehnt. Merz fügt sich in Reih und Glied. Revolution vertagt. Im Saarland verabschiedet der Landtag derweil einstimmig ein neues LSVS-Gesetz. Der Saarsport bekommt neue Strukturen und mehr Kontrolle, aber... Es muss mehr kommen, denn viele und die Bevölkerung auch im Saarland erwartet, dass wir die Mischung von Politik und Sport beenden. Es war mal in Rede, auch das Parlament noch mal auf die Finanzen eines mit öffentlichen Mitteln geförderten Verbands schauen zu lassen. Dazu wird es nicht kommen. Also eine Chance für mehr Transparenz vertan. Und was auch überhaupt nicht gelungen ist, nicht mal wirklich versucht wurde, ist dieses Geflecht im Saarland zwischen Politik und Sport etwas zu entflechten, auch da ein bisschen mehr Transparenz herzustellen. Das heißt, der LSVS bleibt im Saarland mit einer bundesweiten Sonderstellung. Juristisch und politisch ist der Skandal weitgehend abgeschlossen. Im Sport hat er Spuren hinterlassen. Der LSVS spart, Reformen stoßen auf heftige Kritik bei den Fachverbänden und Ehrenamtler sind durch die Urteile verunsichert. Der Skandal beim Dachverband hat den Saarsport dauerhaft geschwächt. Kaum ist die Schwenkersaison vorbei, kommt der 11.11. und die närrische Feierei. Jetzt mal langsam mit den flotten Sprüchen. Auch der November geht mit dem 1. los. Und da steht an, Totengedenken. Das zu vergessen, könnte sich rächen. Auch ansonsten hat das Saarland im November allerlei morbiden Charme zu bieten. Da wäre zum Beispiel die Glückaufhalle in Elversberg. Sie ist so marode, dass sie erst mal dicht machen muss. Die närrische Feierei fällt aus. Und auch der Schulsport. Ausweichmöglichkeiten gibt es im Prinzip keine mehr. Wir haben in Spiesen schon die Langdellhalle, die seit 2 Jahren geschlossen ist. St. Ingbert kennt sich mit derlei Sanierungsfällen gut aus. Dort versucht man seit Jahren, aus der alten Baumwollspinnerei ein modernes Kulturzentrum zu machen. Gerade startet ein neuer Anlauf. Auch die Verteidigungsministerin lässt bei ihrem Besuch im Nordsaarland eine Untote wieder aufsteigen. Die Nordsaarlandstraße, die über Truppengelände führen müsste. Mit dem klaren Ziel, eine Lösung zu finden, dass auf dem Truppenübungsplatz das geübt werden kann, was die Truppe braucht, aber gleichzeitig so geübt wird, dass die Nordsaarlandstraße eben auch möglich ist. Und in Landsweiler Reden könnte das Prähistorium das gleiche Schicksal ereilen wie seine Bewohner. Die sind bekanntlich ausgestorben. Die Schuld für Risse im Boden der Hallen gibt der Betreiber dem Land. Dass hier Wissen vermittelt wird, dass hier wissenschaftlich gearbeitet wird, das ganz zu schweigen, da verstehen die offensichtlich nichts davon. Das interessiert die nicht. Man ist ja nur an seiner eigenen Karriere interessiert. Die läuft ja auch, die Karriere. Also nicht die von künftigen saarländischen Tesla-Mitarbeitern. Die Fabrik mit erhofften 8000 Arbeitsplätzen wird doch nicht hier, sondern in Brandenburg gebaut. Es läuft die Karriere von Tobias Hans. Der jüngste Ministerpräsident Deutschlands wird als CDU-Landesvorsitzender wiedergewählt mit 98,4%. So viel Rückendeckung hätte sich der Trierer Bischof wohl auch aus Rom gewünscht, wo er doch wegen seiner geplanten Pfarreienreform ohnehin schon zahlreiche Gläubige gegen sich aufgebracht hat. Die ersten XXL-Pfarreien sollten eigentlich im neuen Jahr starten. Doch der Vatikan stoppt die Reform, zumindest vorerst. Die Dekrete zur Errichtung der neuen Pfarreien wird aufgrund der Entscheidung der Kleruskongregation Bischof Stephan zurücknehmen
aufheben. Die bisherigen Pfarreien, Kirchengemeinden, Pfarreiengemeinschaften und Kirchengemeindeverbände werden deshalb bis auf Weiteres bestehen bleiben. Die Gegner der Reform freuen sich, mehr oder weniger offen. Das ist für mich eine große Genugtuung, weil es zum einen zeigt, dass das, was Trier gemacht hat, keine vernünftige Basis hat. Es gibt hier keine Gewinner, keine Verlierer. Es gibt nur Katholiken, die zum Lobe Gottes in diesem Bistum zusammenarbeiten und leben wollen. Das Kulturministerium muss einmal mehr suchen. Einen neuen Chef für das Saarlandmuseum. Dabei hatte Roland Mönig doch den Karren so gut aus dem Dreck gezogen, nach dem Skandal um den vierten Pavillon. Er zieht weiter. Nachfolge offen. Inzwischen lässt sich Kunst und Kitsch sowieso wieder überall im Land im Freien betrachten und kaufen. Totensonntag ist vorbei. Anpfiff für Weihnachten mit all seinen Ritualen. Starten wir mit einem ganz jungen Black Friday oder auch Shopping-Wahnsinn. Wer an diesem Wochenende gar nichts ausgibt, der spart am Ende 100%. Tja, aber irgendwie auch öde, oder? Lieber mal richtig fett shoppen. In Paris vielleicht. Aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt keinen Zug mehr. Stimmt. Wegen des auch noch vergleichsweise frischen Rituals der Franzosen. Vor Weihnachten wird gestreikt. Bloß nicht aufgeben. Ja, wir können einen Wagen nehmen und damit nach Paris fahren. Ja, könnte man. Würde dann aber vielleicht diese beiden verpassen. Friemel und Schilling, die SR-Traditionsbäume. Erster Gewinner, ein Bruder im Hute. Ich wollte gerade in den Wald gehen. Ich hab die ganz, ja ganz vergessen, aus dem Ofen rauszuholen. Wohlige Wärme breitet sich aus, auch bei der Regierungsklausur der GroKo in Weißkirchen. Draußen ist es eisig, aber drin war es alles andere als frostig. Immerhin hat man sich Großes vorgenommen. Mehr Geld für den ÖPNV im Saarland etwa. Ein Vorsatz fürs übernächste Jahr. Gediehen in der Erkenntnis. So wie es derzeit ist, kann es nicht bleiben. Nee, echt nicht. Hat auch die SPD erkannt und beschenkt sich selbst mit einem neuen Führungsduo. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Die haben die Genossen richtig ausgekostet, ein halbes Jahr lang. Tolles Gefühl, das muss ich sagen, das ist klasse einfach. Manch ein Genosse wünscht sich mit Blick auf die Große Koalition insgeheim, dass der Weihnachtsmann dieses Geschenk einfach wieder mitnimmt. Ihnen sei gesagt, traditionell folgt bei der SPD auf die Bescherung schon bald der Umtausch. Das war's. Unser Jahr 2019 mit Hoffnung auf den Aufbruch und Angst vor dem Abstieg. Ein Jahr, in dem wir Zerfall, Zusammenhalt entgegengestellt haben. Ein Jahr der Entscheidungen und des Neuanfangs. Ein Jahr, das sprachlos machte, wütend und stolz. Ein Jahr, das Antworten gegeben hat, aber viel mehr Fragen stellt. Fragen, die wir mitnehmen. In ein neues Jahr. In ein neues Jahrzehnt. Wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern.